Willkommen zurück zu Gothic. Und wie versprochen, werde ich Sly ansprechen. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Der hatte nämlich auch eine Quest für mich, die ich, wie auch die andere von Whistler, nicht erfüllen möchte. Aber im Verlauf der Quest bekomme ich etwas Nützliches. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Verdammt, der gerade vorbeilief, das ist einer von den Typen, die Kopfgeld kassieren. Deswegen wollte ich jetzt gerade den Dialog noch nicht beenden. Aber jetzt ist er, glaube ich, durch. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Ja, der ist durch. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Die Sache ist nämlich die, sobald ich ihn treffe und er mich anspricht oder ich ihn anspreche, will er mir 10 Erz abknüpfen, falls ich sie dabei habe. Wenn ich sie dabei habe und zahle, dann habe ich für einen Tag den Kopfschutz von ihnen. Wenn ich das Geld allerdings nicht dabei habe, naja, dann muss ich halt auch nicht zahlen. Deswegen will ich jetzt gerne erstmal mein ganzes Erz in Pfeil und Bolzen anlegen. Butler, Butler, Baltaran. Ein Name. Baltaran, hallo, ich will dich ansprechen, jetzt. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baltaran, von der Bruderschaft des Schläfers. Nein. Ja. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Jemanden treffen. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Nein, du wolltest dir selbst helfen. Das ist genau auch das Problem bei den Sektenspinnern. Auch die stehen nicht zu dem, was sie wirklich tun und wollen. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Ah, Mist, der hat keine Pfeile oder so. Wasser brauche ich nicht. Karte zur alten Mine. Skizze. Was ist denn auf der Skizze? Die Karte der Kolonie für 50 ist, glaube ich, die ich schon habe. Genau. Ja, nö. Dann halt nicht. So, dann eben nicht. Pech gehabt. So, ich muss jetzt Neck finden. Neck ist die aktuelle Quest. Ich würde gerne aber bei den Händlern. Hatte nicht Fisk noch ein paar Pfeile? Mein Erz loswerden, damit ich nicht das Kopfgeld abdrücken muss. Ich meine, das sind zwar nur 10 Erz, aber hey, ich habe die hart verdient, indem ich Whistler beschissen habe. Natürlich möchte ich die irgendwie behalten. Ja, ich bin auch dran, dein Schwert zu besorgen. Keine Sorge, ich bin hier bald weg. Fisk. Genau, der Händler. Zeig mir deine Waffe. Mist. Oder für 160 Erz. Na, das reicht nicht. Das Schwert kriege ich dafür nicht. Was? Blödsinn. Das Schwert, nicht das Schwert. Achso, doch, das Schwert. Das Schwert kriege ich nicht dafür. Für das bisschen Erz, was ich habe. Aber hier war doch noch Dexter. Zeig mir da. Habe ich dir schon den Pfeil abgenommen?
Ja, hab ich. Okay, Mister kommt, der kommt. Wie heißt er denn? Jekyll. Ah, verdammt. Neues Gesicht. Ich höre nicht, was hat er mich erwischt? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erzmann, das ist nicht viel. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erst mal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Klar, dass das Ärger gibt. Wir sehen uns später. Pass so lange gut auf dich auf. Man darf auch nicht alles glauben. Okay, der ist tatsächlich freundlicher. Beim Testen bin ich auf den anderen Typen gestoßen und der wollte mir das wirklich abnehmen und hat es mir ziemlich übel genommen, als ich gesagt habe, nö. Na gut, ich gehe dann mal eben noch einen Mac holen. Ich halte mich und ja, dann weiß noch nicht, was ich jetzt hier noch mache. Ich muss auf jeden Fall noch den östlichen Teil des Lagers erforschen. Die andere Hälfte zwischen dem Süd- und Nordausgang. Da gibt es auch noch ein paar lustige Dinge. Es gibt ein, zwei nervige Sachen. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Jetzt sammle ich hier erstmal die Pilze ein. Das Sklavenbrot ist halb so wichtig, aber die Höllenpilze, die sind richtig praktisch. Und wenn ich mich in Zukunft von Höllenpilzen hauptsächlich ernähre, dann... Na, wundert euch nicht. Es gibt einen gewissen Nebeneffekt, den man bekommt, wenn man sehr viele Höllenpilze futtert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viele es waren, die man essen muss, aber es ist auf jeden Fall ein positiver Nebeneffekt. Und den würde ich gerne mitnehmen. Und deswegen werde ich mich zuallererst mal mit Höllenpilzen heilen. Und hier sieht man, mit diesen Mole Rats funktioniert die gleiche Taktik, wie vorhin oder in der ersten Folge der Typ mit den Scavengern noch meinte. Anschleichen, bis einer reagiert, ein paar Schritte zurückgehen und dann... Ach ja, das ist noch die, vierte Methode anzugreifen. Nämlich aus dem vollen Schwung heraus den Angriff beginnen. Da muss man allerdings ein bisschen timen, damit es klappt. Und auf die Art, mit diesem... Ups, da habe ich gerade die Pfeifetastenkombination gedrückt. Ich hoffe, das kann ich nachher leise stellen. Das war doch gerade sehr laut. Da habe ich aus Versehen Musik im Hintergrund angemacht. Come on, Red, komm her! Stirb! Lass dich! Oh, schnell, schnell, schnell! Jetzt! Nein, daneben! Mist! Nein! 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 Der erste Tod! Mist! Da muss ich nochmal laden. Ah, bis gleich. Ich schneide es raus. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe gerade mehrere Versuche gebraucht, um auch nur 2 von den Viechern auszuschalten. Und, ja, aber das hat's geklappt. Sehr schön. Ich frage mich ein bisschen, warum ich mich gerade davor nicht zwischendurch geheilt habe. Aber das habe ich beim zweiten und dritten Versuch hier schließlich auch nicht. Und jetzt beim vierten genauso wenig. Und diesmal hat es geklappt. So, dann sammle ich mal eben hier unseres Zeug ein. Ein paar Waldbeeren. Und, eine Höhle, was es da drin wohl gibt. Eine verwitterte Axt. Ein toter Gardist, der hat 10 Erz dabei. Und ein Amulett. Das schauen wir uns gleich an. Zuerst aber hier, ein Apfel, halb so wichtig, aber Heilkräuter und Nachtschatten. So, was haben wir denn hier alles? Waldbeeren, bla bla. Orkblatt kennen wir schon. Übrigens die Höllenpilze, die heilen 6 Leben und das Sklavenbrot heilt 15 Leben, also so viel wie gebratenes Fleisch. Der Apfel heilt 8 Leben, halb so wild. Es gibt Heilkräuter, die heilen 30. Und Nachtschatten heilt 22. Aber auch die sind nicht allzu häufig. Und deswegen würde ich mir auch die aufheben, um später, glaube ich, Tränke zu brauen. Ich gucke jetzt gerade, mir fehlen 24 Lebensenergie. 24 Lebenspunkte. Das wären 4 Höllenpilze, ziemlich genau. Und futter ich die doch einfach mal.
und dann bin ich auch wieder vollständig geheilt. So, zu diesem Amulett. Da steht Neck drauf. Das ist genau das, was der Sly sucht, dieser tote Gardist hier. Das war offensichtlich Neck. Allerdings würde ich es gerne behalten, weil es Schutz vor Waffen 5 gibt. Das heißt, ich habe dann, ich weiß nicht, ob Schaden um 5 reduziert wird oder um 5%. Aber ich möchte dieses Amulett erstmal für mich behalten. Vielleicht liefere ich es ja noch irgendwann mal ab, wenn ich ein besseres Amulett gefunden habe. Die Möglichkeit, ich weiß nicht, ich würde es mir mal offen halten, ob das Spiel mich dann lässt. Das ist eine andere Sache. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Es ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Ja, passt schon. Ich habe es gerade beim Nachstellen auch hingekriegt, dem Jackal aus dem Weg zu gehen. Was jetzt eigentlich halb so wichtig ist, weil ich den sowieso nichts bezahlt habe. Ich guck gerade, genau, da habe ich, und das habe ich beim Nachstellen nicht vergessen, weil ich danach nochmal gespeichert hatte. Hier ist die Hütte, aber schlafen muss ich gerade nicht. So, ab zum in den östlichen Teil des Lagers. Und ich werde auf dem Weg dorthin. Moment, ich habe gerade noch eine Waffe gefunden. Die braucht nur 7 Stärke und macht sogar noch einen Punkt mehr Schaden als mein altes Schwert. Dann nehme ich die doch. Eine Fleischwanze. Na. Die Viecher sind so mies zu treffen, weil die so winzig sind. Ah, jetzt komm schon. Komm schon. Na. No, komm schon. Es kann doch jetzt echt nicht so schwer sein, die Fleischwanzen zu jagen. Junge, stell dich mal nicht so an. Hau mal nach unten. Geht doch. So. Denn die haben leckeres, naja, Wanzenfleisch. Klingt lecker, nicht wahr? Geht so. Aber ein Schatten, da ist namenlos. Die da sind ganz interessant, die werde ich gleich noch ansprechen, aber jetzt nicht als erstes. Und den da auch nicht als erstes. Den da auch nicht als erstes, wo ich jetzt zuallererst hin will. Weil das ist eine wichtige Sache, an die ich mich noch erinnere. Die sollte man auf jeden Fall möglichst früh erledigen. Zu dem Typen da gehen. Snaff, der Koch oder Snaff. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Hört sich super an. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Eigentlich der Letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder, ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Das müsste wohl Neck gewesen sein, denn wer war der Typ, den du... Sein Name war Neck. Genau. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Dort, wo er war, gab es ziemlich viele Höllenpilze. Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Wo finde ich denn Höllenpilze? Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Genau, hier bitteschön. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazuzugeben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Nein, das wollte ich nicht. Das war blöd. Kluges, ich will dich ansprechen. Hast du jetzt schon Eintopf für mich? Du hast gesagt, genau. Ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Ich kann mir jeden Tag bei ihm 3 Portionen Eintopf abholen. Und der Eintopf... Gut, der Reis halt 10, aber das Fleischwanzen-Ragout halt immerhin 9 Lebenspunkte. Und nachdem ich die Quest einmalig abgelegt habe, oder einmalig gelöst habe, ihm einmal die Pilze und die Fleischwanzen gebracht habe,
kann ich mir jeden Tag 3 Portionen von dem Ragout abholen. Und ich weiß nicht, wie oft ich hier vorbeikommen werde, aber jedes Mal, wenn ich hier bin, im Lager bin, werde ich zu Snuff gehen und mir eine Portion Ragout abholen. Und wie man sieht, hier stehen ganz viele Leute rum, mit denen ich noch quatschen will. Ja, fange ich doch einfach mal bei dem hier an. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Aus dem neuen Lager, wie man sieht. Blau-grau. Der da ist aus dem alten Lager. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Ja, irgendwer kann mir hier auch Kämpfen beibringen. Ich weiß nur nicht gerade wer. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Ja. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Ja, ja, bla bla. Die sind auch ein bisschen verwirrt, die Sumpfspinner. Die tun alles, weil sie denken, sie tun dem Schläfer dafür einen Gefallen und merken nicht, dass ihr Anführer sie einfach rumkommandiert und rumschickt und sie eigentlich nur das tut, was er will und nicht der Schläfer. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer und so weiter. So. Ich will wetten. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, ich würde gerne Einhänder Stufe 1 lernen. Allerdings brauche ich dafür 10 Lernpunkte, die ich in 20 Erfahrungspunkten haben werde. 50 Erz habe ich, glaube ich. 56 sogar. Ich muss jetzt also noch irgendwo 20 Erfahrungspunkte herkriegen. Und dann kann ich Einhänder schon zumindest mal relativ passabel benutzen. Ich würde gerne in so eine Hütte reingehen, aber die Typen da drin, die da drin wohnen, wenn sie da sind, sind ziemlich ungehalten, wenn sie jemand Fremden in ihrer Hütte auffinden. Das will ich jetzt nicht unbedingt tun. Ja. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Typ da kann mir auch was beibringen. Könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Okay, er bringt es mir doch nicht bei. Schade. Ja, wer ist das hier? Ich brauche 20 Erfahrungspunkte. Der da. Gibt der Erfahrungspunkte? Ich weiß es nicht. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Nein. Verpiss dich. Du bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Junge, verpiss dich. Das Problem ist, den Typen da, den, komm, hau ab. Verpiss dich. Willst einen Moment allein sein, Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. Ja, mach das. Den wird man nicht so einfach los. Das ist eine kleine Nervensägen-Quest. Und hier ist schon wieder Torus. Das heißt, ich bin jetzt einmal im Lager außen rum. Beziehungsweise mit Grimm habe ich schon gesprochen, ne? Ich glaube hier, genau da hinten war ich noch nicht. Gerade ist Schatten. Namenlose sind langweilig, wie immer. Genau, es gibt hier auf dem äußeren Wald noch ein paar Leute.
Es gibt noch einen Schmied. Schatten, Buddler, Schatten. Alles relativ uninteressant. Die da unten? Nee, das ist Snuff. Das ist ein Buddler. Irgendwo hier waren noch Leute. Vielleicht da oben? Oho, man kann da hoch. Ist ja praktisch. Buddler und Schatten. Na, auch langweilig. Hier irgendwo müsste das sein. Schatten? Nee, Fletcher. Du bist einer von denen, die Zeug einsammeln. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Das heißt, wenn ich bezahle, kann ich Leute angreifen. Kann ich im Prinzip jeden angreifen im Lager, der nicht gerade Gardist oder Schatten ist. Das ist ja geil. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Die Hütte, die brauche ich nicht. Erstens, es gibt die Bude unten beim Südausgang, beim Südtor. Und zweitens, habe ich eh nicht vor, lange in diesem alten Lager zu sein. Aber hier gibt's Zuno, den Schmied. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Ja. Ich würde mich selbst gern mal an deiner Schmiede versuchen. So. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Mal schauen, was er so anbietet. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Glühender Stahl, Rohstahl, Klinge, glühende Klinge. Nee, lass mal. Eigentlich wollte ich nur zeigen, dass es ihn gibt und dass ich seine Schmiede theoretisch benutzen darf.
Ja, ich habe ja noch die Axt. Mit der bin ich gerade erstmal zufrieden. Ansonsten möchte ich gerne diese Leiter nach unten nehmen. Und ich möchte mir dringend noch 20 Erfahrungspunkte verdienen. Damit ich Einhänderwaffen Level 1 lernen kann. Habe ich sie auf 1 oder auf 0 eigentlich gerade? Naja, ungeübt. Jackal! Ah, okay, ja, das kennen wir alles. Ich breche da mal ab. Was, wenn ich nicht zahle? Oder? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Super. Und was bekomme ich? Moment, was? Dann sehen wir. Wir sehen uns später. Ja, wir alles gut. Nein, ich möchte nichts zahlen. So, wie gesagt, was ist hier eigentlich? War ich hier schon mal? Früher wäre das. Ich glaube nicht. Was gibt's denn hier? Eine Bude oder zwei? Hallo, Leute. Ansonsten. Irgendwie nichts Interessantes. So, wo kriege ich jetzt die Erfahrung her? Ich kann die Typen hier natürlich nicht umbringen, das sind die Wachen. Da, Scavenger! Da schnappe ich mir mal eben ein. Vorher speichere ich. Ich habe aus den Mole Rats gelernt, aus der Mole Rat-Geschichte bei der Höhle. So, und jetzt Schritt für Schritt hingehen, bis der Erste auf mich aufmerksam wird. Nicht jetzt. Na, noch einen kleinen Schritt. Noch einen kleinen Schritt. Jetzt. Jetzt ist der Erste auf mich aufmerksam geworden, aber der andere noch nicht. Und damit kann ich ihn jetzt, wie bei den Mole Rats, einfach weglocken. Tada! Der erste Stufenaufstieg. So, und weil es so schön war, werde ich in dieser Folge noch das Talent für Einhänder steigern. Yay! Ich mache schon Luftsprünge. Ich freue mich. Endlich Einhänder steigern. Endlich kann ich einigermaßen vernünftig kämpfen. Und so sehr ich auch die Dinge abziehen will von den Tieren und so sehr ich auch schleichen und Schlösser knacken will, man kämpft doch vor allem in diesem Spiel mehr, als dass man schleicht oder Dinge knackt oder was auch immer. Das Wichtigste ist kämpfen. Und deswegen möchte ich das bitte lernen. Ich glaube, du warst das, ne? Genau. Trainierst schon. Hier, ich habe 56 Erz. Ich will Einhänder Stufe 1. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Vielen Dank. Trainierst auch Level 2. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht. Ja, 150 Erz, 20 Lernpunkte. Das heißt, dafür müsste ich nochmal 2 Level aufsteigen, ein bisschen Erz zusammenkratzen. Ich habe gerade noch 6 Erz und ich habe 30 Pfeile, also ich habe effektiv 36 Erz. Boah, das ist in Ordnung. Jetzt fehlen mir 6 Lebenspunkte. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir. Ja, das ist leider das Problem mit diesem Typen. Komm, ich esse erstmal den Apfel. Dann mache ich hier ein bisschen Platz im Inventar frei. Die einzige Möglichkeit, ihn loszuwerden, ist, ihn umzulegen. Das Problem bei der Sache ist nur, wenn ich ihn im Lager umlege, habe ich natürlich die Gardisten gegen mich. So. Ich würde jetzt gerne nach draußen gehen. Ich überlege gerade, war hier noch irgendwas mit Diego oder so? Diego kann mir beibringen, geschickter zu werden. Geschicklichkeit braucht man für Fernkampfwaffen. Also brauche ich das erstmal nicht. Die Typen da drüben können mir beibringen, wie man Tiere ausnimmt. Dafür fehlen mir aber gerade die Lernpunkte und auch ein bisschen Erz. Aber was ich ja natürlich tun kann, ist nächstes Mal anhand dieser Gegner. Hier da links im Bild sind Mole Rats und da rechts ein Scavenger. Anhand dieser Gegner werde ich nächstes Mal
das Einhandwaffenkämpfen auf Level 1 demonstrieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.